Ja. Oh, gerade keine Probleme mit der Aufnahme gehabt. So, weiter geht's kurz nach unserem lustigen Bossfight. Immer noch in der Höhle. Genau hier müssen wir hin. Achso, ja, hier wahrscheinlich. Können wir nicht. Danke. Seid ihr auch ein Legionär? Ich wusste, dass noch ein paar von uns übrig sein mussten. Ich war nicht sicher, ob ihr mich hier finden würdet. Frag mal hier rechts. Rechtzeitig. Ich wurde bestimmt getötet. Ich wurde gefangen genommen im Anwesen. Als die anderen flohen, blieb ich zurück, um ein paar verletzte Männer zu töten. Das fuckt ein bisschen rum, ne? Ich tötete ein paar Söldner, aber sie sind niedergeschlagen und hierher getragen haben. Ich glaube euch nicht. Guckt dir mal die Pussy an. Das war doch nicht. Das hat der Never gemacht. Wieso nur hege ich Zweifel in eurer Geschichte? Schon gut, schon gut. Ich rannte in Richtung Hinterausgang, stieß dabei mit dem Kopf gegen einen Balken und machte hier in diesem. Ja, ihr seid so frei. Ein Hoden. Was hatte diese Hexe denn mit euch vor? Ich weiß es nicht. Zuerst dachte ich, sie würde mich verhören. Aber du siehst schon, dass er eine Pussy ist und dass er niemals so heldenhaft ist. Guck dir Reinhard an, Alter. Dann siehst du den Kampf im Gesicht, ne? Ja. Gibt's noch weitere Überlebende? Ich glaube, sie wollte mich bei lebendigem Leib verbrennen. Wisst ihr, was noch andere lebend herausgeschafft haben? Ich hab eigentlich gar keinen Bock mehr, über den mehr zu wissen, du? Ja, ihr seid frei. So, bam, geh nach Hause. Ja, du hast uns schon angelogen, also komm. Ja. Mach, dass du wegkommst. Nächstes Mal lassen wir dich drin. Ich stehe in eurer Schuld. Also dann, wir sehen uns im Versammlungshaus. Ja, guck du dir, dass du nicht von den nächsten Holzbalken rennst, Kollege. Da ist doch die Frau. Was hast du denn? Latex. Es sieht wie ein normaler Käfig aus. Ist es aber nicht. Ich habe versucht, mir meinen Weg herauszubringen. Aber irgendwie ist der Feuerfest. Ihr seht aus wie eine Fremde. Seid ihr eine Tochter der Legion? Nein. Nein, nicht von der Legion. Odo glaubt, ich sei eine Arkon, eine mythische Kreatur. Ich weiß. Ja. Ja, aber ey, ganz ehrlich, guck dir mal bitte die Brüste von der an. Guck mal, ey, siehst du das? Die von uns aus gesehen rechte Brust, also ihre linke Brust, ist größer als die andere. Ja, ja, aber auch die sehen, das ist ja. Also was ist so, was hast du gemacht? Also den Schönheitschirurgen würde ich instant verklagen. Ja. Hättest du jetzt keine Augenbrauen, bist du die Katzenberger. Ich denke, das ist Leskansi-Hexerei. Sollen wir gehen? Ja. Ist egal, wie die gefangen genommen wurde. Sie hat gefailt, ist gefangen genommen worden. Wayne. Bupp. Butz. Bringt mich zu ihm. Ich verspreche auch, mit der möglichen Kämpfen zu kontrollieren. Sollen wir denn die auch an der Backe oder was? Nö, es geht alleine hoffentlich. Hab ich auch gar keinen Bock, dass die uns hier noch irgendwie penetriert. What? Guck, die hat ganz normale Brüstchen. Ja. Natürlich. Das überrascht mich nicht. Da ihr ja eure Ziele erreicht habt, würde ich euch bitten, mir einen. Das überrascht mich. Ja. Vorher nur wusste ich, dass ihr mich um einen Gefallen bitten würdet. Nun habt euch doch wieder zum Schätzen. Jetzt kommt die schon so schätzen, jetzt versucht die schon so irgendwie so, ne? Ich würde es nicht machen. Komm mir nicht so. Also habe ich natürlich gleich an euch gedacht. Sie kommen mir schätzen. Nein. Ne, so nicht. Müssen sie bestimmt eh machen, aber so nicht, nein. Lass, ne, so nicht. Ja. Vergesst es, daran habe ich kein Interesse. Ach, und ich habe natürlich auch gehofft, dass wir gute Freunde werden könnten nach all dem, was ich für euch getan habe. Oder trachtet ihr etwa nach Bezahlung? Oder vielleicht nach Informationen? Die Frau, die eure Verbündeten ermordet hat, heißt Raja. Ich weiß allerdings nicht, wer oder was sie ist. Oder wen sie tut. Damit allein kann ich nicht viel anfangen. Könnt ihr mir nicht noch mehr von ihr erzählen? Geht doch. Geben und nehmen, Baby. Oder besser gesagt, was sie ist. Aber ihr stehen große Reichtümer zur Verfügung. Sie hat die Hälfte der Listanzi-Clans aus dem Süden von Eb angehört und ihr verlust. Und zwar nur um euch und es wieder auf. Viel Tier, viel Dialog. Ihr solltet wissen, das ist alles. Falls ihr nach Rache solltet ihr diesem einen Besuch.
dazu. Wenn sie so mächtig ist, wird es mir nicht reichen, nur ihren Namen zu wissen. Sie mag mächtig sein, aber ich bin nicht gerade. Du gesagt, nein. Doch, ich hab da... Doch. Wir müssen das eh machen, selbst wenn wir nein machen, ich bin mir so sicher. Also gut, gib mir den Schlüssel. Wir werden sehen, was wir tun können. Also gut, hier ist der Schlüssel. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir die derzeitigen Bewohner ausquartiert habt. Diese Tür führt zurück in den Wald. Möge die dunkle Schwester mit euch sein und der treue Hund euch schützen. Jo. Guck, das auch heilen. Was die uns alle voll labern! Das ist so übel. Und jetzt finden wir es eh mit dem Weg, weil. Wohin werdet ihr jetzt gehen? Ich werde zu meiner Familie zurückkehren, mein Bester. So schwer es mir auch fällt, mich von euch zu trennen. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder, aber jetzt muss ich. Hört ihr das? Da ist Ärger im Anmarsch. Menge Kerle mit Schwertern, würde ich sagen. Die Söldner kehren aus Rabenbach zurück. Kein Problem. Ich schätze, sie suchen nach euch. Wow, ich wollte eigentlich kein Problem. Nein. War klar. Keine Eier. Aber wenigstens auch normale Boopies. Zwei Kisten. Ist was für mich? Ne? Was kriegst du? Dam, 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 dam. Previum blocken. Minus Angriff, die Gesicht. Das hab ich doch eh schon nicht so viel. Warum hat die schon wieder geswitcht, der Huse? Manchmal ist es echt merkwürdig zu gucken. Oder wir sind einfach wirklich so blöd. Wieder irgendein Hexenstyle am Start. Ich bin wieder fast am Arsch. Ich mach da, ich mach da. Ich bin jetzt der Hilton. Nimm halt einfach mit. Wie da auf einmal doch ein Fels drauf ist, ne? Ja, aber nicht von uns. Östlicher Wald. Was meiner für ein elender Lappen ist. Blätter. Guckt wirklich noch nicht so gut aus dem Arsch, ne? Er macht überhaupt nichts an seinem Mensch. Gib mir den Kronleuchter jetzt. Der blinkt nur ab und zu mal, siehst du das? Scheiß Glühwürmchen, ey. Wo willst du denn? Links, rechts, links. Wir werden nicht rechts gern. Der Pole, der auf Onkelchen macht. Auf Onkelchen? Onkel Adi. Butz. Das ist richtig nicht so das. Oh, ja. Oh. Weißt du, was jetzt, die Texturen sind auch so toll! So ein Riesenschwert auf dem Rücken mit einer Kante runterspringen, bringt sich um. Nein, ich brech mir das Fußgelenk! Unteres Rabenbach, mach das auf! Oh ja, ich hab ja nichts mehr. Komm, ich muss jetzt mal was verticken hier. Komm, alle mit dem Schund weg. Mach es weg! Hang on. War schön mit dir, Junge. Was haben wir denn jetzt noch als Aufgaben? So noch überleben denn immer noch? Rettet die Blauen. Fangen haben wir. Kehrt zu Odo zurück. Oh, ganz am Anfang. Was machen wir danach? Erstmal gehen wir zu Bodo, Typ hier, ne? Ja, richtig, genau. Die haben wir auch schon. Ach, das wollte ich nicht. Ja, natürlich nicht. Natürlich glänzt du wieder mit Unfähigkeiten.
Sagt er denn, falls gegen die Hexe stirbt? Wer denkt noch, dass man alles wegblocken kann? Also auf so Ideen muss er was bekommen. Junge. Epic halt und so. Epic. Hey, Bitch. Hallo, Odo. Oh. Wir müssen mal kurz Aufnahmestopp machen.